passt das nämlich. Jetzt sind wir voll Feldkraft drauf. Und jetzt kann ich auch mal gucken. Wir haben jetzt 99 mit Havelsring. Ohne Havelsring haben wir 66. Und ein Viertel von 66 ist leider noch nicht 17. Schade. Dann müssen wir den wohl noch anlassen. So, aber ich werde jetzt auch nochmal das andere Zeug wieder anziehen. Ja, doch, das schwarze Goldsaum. Das schwarze Goldsaumgelumpe, das ist nämlich auch ziemlich gut. Man kann es aber nicht upgraden. Und das war nämlich, das ist nämlich das Problem bei dem Zeug. Aber ansonsten ist es ziemlich nice, zumindest jetzt für den Moment. Hat relativ hohe Werte in allem. Und man sieht auch noch aus wie so ein oller Nassmul. Deswegen fange ich jetzt an mit Husten. Um euch allen das Erlebnis meiner Aufnahmen hier zu zerstören. Nein. Tut mir leid, dass ich gehustet habe. Nehmt es mir nicht übel. Da hat sich nur ein riesiger Klumpen an Schleim in meinem Rachen gesammelt, der jetzt langsam mal raus wollte. Den habe ich jetzt hier in mein Zimmer gerotzt. Jo, den können meine Katzen dann irgendwann beseitigen, wenn sie Bock haben. Ah, so. Das war natürlich nur ein Scherz. Und wir machen uns jetzt an den Aufstieg. Aufstieg. Ah, ich überlege jetzt aber gerade, ob wir vielleicht doch nicht ganz aufsteigen sollten. Weil wir haben ja Lortrick gehabt damals. Da unten, und der hat voll fett krass uns auch einmal geholfen. Weil er ja der Besteste ist, wie wir wissen. Aber jetzt dürfte er ja eigentlich schon verschwinden sein. Und trailern wir die Typen da hinten? Nö, die trailern wir nicht. Hatte ich eigentlich schon den Trick gezeigt, wie man scheinbar nicht ganz so viel... Ach, sie sind hier noch gar nicht rum. Schade. Aber wenn man hier lang sprintet und immer zwischen einhändig und zweihändig wechselt, scheint es so, als würde das Stamina nicht ganz so schnell flöten gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das, schon im letzten Video gezeigt hatte. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir rasten jetzt nochmal hier unten am Bonfire, um unser Dinges loszuwerden. Ja, unseren Poison-Zustand. So, und jetzt machen wir uns hier an den Aufstieg. An den langen, fürchterlichen Aufstieg. Und den Qualen, die wir dabei erleiden müssen. Ich werde, wir sterben auch noch einmal. Es gibt eine Stelle. Ach, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir hier zugrunde gehen werden. Auch weil ich keinen Bock habe, mich da irgendwie rauszuboxen. Mal sehen. Ah. So, wir fahren mit dem Rädchen, Dingens. Und theoretisch ist die Strecke, die wir jetzt nach oben gehen. Hey, da ist ein Hund im Rad. Haha, der treibt das irgendwo an. Krass. Die Strecke, die wir jetzt nach oben gehen, ist die, die andere Leute herunterkommen, wenn sie Dingenskirchen skippen, die Tiefen skippen. Wupp. Ich überlege jetzt, ob wir zuerst hier lang und dann da lang gehen sollen, aber wir gehen jetzt einfach erstmal hier lang und schleifen diese Leiche mit uns. Und wenn wir hier jetzt runterfallen, dann würde mich das auch nicht überraschen. Boah. Und hier hinten gibt es... Sieglermaske. Und den Wahnsinnbeschleuniger. Und dazu noch das... Den netten Zauberlinderung, mit dem man Gift heilen kann, glaube ich. Also, wenn man hier Magier ist, dann sollte man hier relativ früh im Spiel hinkommen, um diesen Zauber zu kriegen. Man kann hier hochklettern, aber ich weiß nicht, wo es da hingeht. Möglicherweise kann man dann direkt da hinten drauf springen. Oh, lass mich auf. Ja, da hinten sind diese bösen Pfeiltypen.
die uns mit ihren Giftpfeilen der Giftigkeit besprühen. Außerdem werden wir gleich einen kleinen Besuch abstatten und dann wird es ihnen schlechter gehen. Ganz genau nämlich so. Dann werden wir einmal mit unserem Schwert das Gesicht tätowieren. Hier steht auch schon der Erste. Lila Moosklumpen sind so moosklumpig. Und da hinten steht noch einer. Den kriegen wir auch noch kaputt. Und da unten ist alles voller Hunde, die uns mit ihren Flammen ziemlich auf die Nerven gehen werden. Und ich weiß nicht, ob die auch immun gegen Feuer sind. Auf jeden Fall weiß ich, dass dieser Typ hier sterben muss. Toll, ich habe ihn runtergeschubbt. Und nun... Ja, das ist ein bisschen nervig. Ah, töten wir zuerst das Ding. So. Und wie machen wir das jetzt? Ich würde den da hinten eigentlich gerne noch wegkriegen. Ja, aber das hat gereicht. Gut. So, und da unten hockt jetzt der andere Typ rum. Aber hier oben ist noch ein Typ. Oh yeah, wer hätte das erwartet? Wer hätte damit nur gerechnet? Und wir wollen zwar eigentlich da runter, aber ich will auch gleichzeitig noch... Ja, was machst du jetzt? Nichts, richtig. Ich weiß gar nicht, kann ich die Hunde mit meiner Pyromantie hier töten? Auf jeden Fall nicht, wenn ich sie einfach so hier dagegen schleudere. Wo ist denn der Typ? Der steht jetzt hier direkt runter. Nice. Ja, das, was ihr da unten seht, das ist nämlich noch eine vollhüllte Seele und die hätte ich gerne. Geh weg, Seele eines Kriegers. Du interessierst sowieso niemanden. Okay, es scheint, als würde mein scheiß Pyromantie hier an der Decke verpuffen. Was uncool ist. So, von hier aus vielleicht. Hm, nicht ganz. Okay, dann machen wir es halt auf die Rambo-Variante. Bam. Nehmen uns hier die Feuerhüterseele. Wo ist der Typ hin? Naja, erstmal schlucken wir unsere Medizin. Und dann steht er wieder da oben. Okay, das hat er super gemacht. So. Sind wir auch diesem Höllen-Inferno entkommen? Hui. So, und auch dem beseitigt. Nice. Gut, dann haben wir jetzt hier nämlich auch, was wir wollten. Nämlich nur diese Feuerhüterseele. Juhu, ja, ich weiß, es hat sich voll gelohnt. Und dann können wir jetzt weiter unseren Aufstieg planen. Unseren Aufstieg des 25. Reiches. Nach Lordwan. Lordwan? Ich weiß gar nicht, hieß das Land so? Ach, ich weiß nicht. Ah, das sind so diese Details, die irgendwann untergehen. Im Dingenskirchens, des Dingenskirchens. Und, ja. Ich meine, die Seite hier hochzukommen, die ist auch um einiges einfacher. Beziehungsweise runterzukommen, weil da hat man, ja, diesen einen Gegner hier. Kämpft vielleicht noch mit ein paar von diesen hässlichen Schmeißfliegen. Die einen aber auch nicht wirklich was tun. Dann haben wir hier die Kiste mit dem Schlüssel für die Tür da hinten, die man aber eigentlich nicht braucht. Und dann hat man da hinten noch drei Gegner, an denen man aber einfach theoretisch vorbeilaufen kann. So wie ich das jetzt wieder einmal versuchen werde. Also wie ich bin. Oh yeah, bring it, bitches. So, dann war es auch schon.
Das war der epochale Aufstieg. Hinaus aus Blighttown und ins Valley of Drakes, wo wir aber nicht wirklich hingehen werden. Wir werden nämlich hier diese Straße kreuzen und dann hier nach New London Ruins gehen. Und hier werden wir auch nicht wirklich verweilen, hier werden wir einfach nur durchgehen. Zurück zum Feuerlingsschwein. Feuerlingsschwein-Dings. Ach, da ist noch eine Seele. Ja, die nehmen wir mit. Namenloser Soldat, meinetwegen. Begleite uns auf unserer Reise, die Welt zu erneuern. Denn das ist das Beste, was es jemals gab. Böp. Kein Mann vermag es, mich zu töten. Das sieht schon wirklich, wirklich Nazgul-mäßig aus. Richtig düster und bedrohlich. So. Willkommen zurück, willkommen zum Feuerlingsschein. Kommen zurück, willkommen, juhu. So, und hier sehen wir jetzt das... Der Fuck. Schmutzige Kapuze, schmutzige Rohre, blutbefleckter Rock, schwarze Augapfel. Untersuchen. Tod. So, wir haben jetzt den schwarzen Augapfel bekommen. Mystischer bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Vollhüterin ein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Vollhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Armor Londo, die Götterstadt. So, und Captain Lordwick ist jetzt auch verschwunden. Er hat nämlich die Feuerhüterin hier getötet. Und hat sich dann verpisst. Deswegen werden wir ihn auch irgendwann demnächst abfacken. Unser super Bonfire hier ist kaputt. Keine Feuerhüterin. Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Vielen Dank für gar nichts. So. Oh ja, das habe ich. Haben wir das? Hey, tödlicher Atem. Los, töte mich mit deinem Atem. King Seeker Friend. Die erste große Schlange. Primordial Serpent. Ja, das war der andere Typ, der rumströmt. King Seeker Friend. Oh, ein Freund von König Grimm. Ja, ich wünsche euer Schicksal zu erhellen. Sucht ihr solche Erleuchtung? Eigentlich nö, aber sagen wir mal ja. Dann teile ich mit Freunden, erwähnt unter euer Schicksal ist es, die Nachfolge des großen Fürsten Grimm anzutreten. Auch dass ihr die Feuer verbinden, die finsteren Fortjagen und den Fluch der Untoten aufheben mögt. Jetzt müsst ihr Anor Londo aufsuchen und das Herrschergefäß erwerben. Okay, auf nach Anor Londo. Wo wir jetzt aber noch nicht hin können, denn wir müssen zuerst in Sands Fortress. Hey, hier sitzt auch unser Kumpel rum. Außerdem, ihr findet Magie abstoßend. Nö. Ah, und ich kaufe hier mal die Verbrennung. Wir können uns ja auch nochmal Feuerball kaufen, das braucht aber kein Schwein. Weil die Verbrennung, die brauchen wir später. Hier haben wir auch den Typen mit seinen zwei netten Freunden, die uns auch vollkommen egal sind. Da wir... Wie viel Faith haben wir? 8. Damit würden wir nicht mal irgendein Wunder wirken können, selbst wenn wir es wollten. Stattdessen gehen wir jetzt in Richtung Sands Fortress. Hey, hey, freut euch. Ich hasse Sands Fortress. Die Schlangenmenschen sind ziemlich nervig, vor allem weil ich nicht Dings sein kann, parieren. Nicht, weil ich es nicht kann, teilweise kann ich es nicht. Also ich habe immer das Problem, die haben in der Regel diese Dreier-Kombo drauf, oder die meisten Gegner haben ja so eine Mehrschlags-Kombo. Und den ersten Parry verpatze ich immer, egal wo, egal wie. Ich weiß nicht warum, ist höchstwahrscheinlich so eine Timing-Sache. Und erst beim zweiten Schlag habe ich es dann zu parryen. Was in der Regel auch reicht, aber trotzdem nicht sonderlich cool ist.
So, wir werden auch dann hier mal unsere Base einrichten. In Anolon, in Zen's Fortress kann es auch passieren, dass wir invaded werden und auch ganz jämmerlich absacken werden. Denn die Levelstruktur da ist, naja, ich will nicht sagen, nicht gerade vorteilhaft für uns.